Als einer der bekanntesten Schauspieler der 60er und 70er Jahre ging Steve McQueen in die Geschichte ein. Durch die glorreichen Sieben wurde er 1961 zum Hollywood-Star. Western- und Abenteuerfilme hatten mit ihm gleich noch mehr Unterhaltungswert. Oft wurde er sogar King of Cool genannt. Von einfachen Verhältnissen schaffte er es im Filmgeschäft zu einer wahren Größe zu werden. Sein Leben nahm aber viel zu früh eine traurige Wende. Während den Dreharbeiten zu Jeder Kopf hat seinen Preis, im Jahr 1979 wurde bei Steve eine seltene Krebserkrankung mit dem Namen Mesothelium festgestellt. Es handelt sich um einen Tumor des Weichteilgewebes, der durch das Einatmen von Asbest, einem Mineral, entstehen kann. Steve soll während seiner Zeit in der US-Marine damit in Verbindung gekommen sein. Von 1947 bis 1950 hat er dort gedient. Seine Diagnose besagte, dass es unheilbar wäre, wie seine Ehefrau Barbara im Buch The Last Mile schildert. Steve McQueen verstarb am 7. November 1980 im Alter von nur 50 Jahren nach einer Operation an einem Herzinfarkt. Mit ihm hat Hollywood einen bemerkenswerten Schauspieler verloren. Die Rolle des Ralph Papa Thorson in Jeder Kopf hat seinen Preis war seine letzte. Seine Person wurde zum Inbegriff des modernen Filmstars. Er galt in all den Western- und Actionstreifen als der coole Draufgänger, dem die Frauen zu Füßen lagen. Ein Image, das sich durch seinen ungezügelten Lifestyle noch verstärkte. Denn mit drei Ehen, einigen Affären und Alkohol- und Drogeneskapaden lebte er nicht gerade solide. Seine erste Frau war Nellie Adams. Sie bekamen zwei Kinder und waren von 1957 bis 1972 verheiratet. Nach der Scheidung ging es nicht lange, bis er eine neue Frau an seiner Seite hatte. 1973 folgte bereits die Hochzeit mit Ellie McGraw, die die weibliche Hauptrolle in Getaway spielte. Auch diese Ehe ging in die Brüche. 1977 fand er mit dem damals 24-jährigen Model Barbara Minty jene Partnerin, die ihn bis zu seinem Lebensende begleitete. Steve und Barbara gaben sich im Januar 1980 das Jawort. Leider wurde das Paar durch seine schwere Krankheit getrennt. Denn der Hollywood-Star starb noch im selben Jahr. Er hinterließ nicht nur eine Lücke im Leben seiner geliebten Barbara, sondern auch bei Filmfans weltweit. Mit seiner lässigen Art wurde er zur Schauspiellegende. Als King of Cool ist er bis heute noch vielen ein Begriff. Von einer nicht ganz einfachen Kindheit und einer Teenagerzeit in Jugendbanden hat sich Steve McQueen bis ganz nach oben gearbeitet. Das Leben des Schauspielers nahm leider viel zu früh ein tragisches Ende. In seinen Filmen lebt er jedoch weiter.